So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Strixhaven Set Booster. Nur 12 Karten, dafür aber cooleres, aufgebautes Booster. Wir gucken uns mal das Set Booster von Strixhaven an. Ich bin ziemlich begeistert von Strixhaven bisher. Ich mag Strixhaven. Ich weiß aber noch nicht, wie die Reihenfolge hier ist oder wie das ganze Ding hier aufgebaut ist. Deshalb, wir haben erstmal hier eine Artkarte. Das ist dieser schwarze Discard-Spell, wo der Typ einfach seine Gedanken verliert und im Hintergrund ein Silver Quill ist. Nice. Dann haben wir einen Sumpf in voll. Hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Die Foils fühlen sich ein bisschen strange an. Ich weiß noch nicht, ich habe ein bisschen Angst, dass die sehr schnell curlen. Die erinnern mich ganz hart an Mirrodin und Kamigawa-Zeiten vom Gefühl her. So, dann haben wir Umweltwissenschaften. Okay, 2-Mana-Hexerei-Lektion, das heißt, wir können die lernen. Und durchsuche Bibliothek nach dem Standardland, zeige sie auf dem Vor, nehme sie auf die Hand, mische nach das Deck. Also mische danach, Entschuldigung, ich werde immer sagen, mische danach das Deck und man erhält 2 Lebenspunkte. Sehr coole Karte, vor allem kann man die halt auch einfach so im Deck spielen. Lektionskarten müssen ja nicht unbedingt im Sideboard sein, sondern man kann sie einfach als 2-Mana durchsuchen, unser Deck nach dem Standardland, nehmen sie auf die Hand. Das ist schon ziemlich cool. Aha-Erlebnis. What? Aha-Erlebnis. 4-Mana-Spontanzauber, ziehe 2 Karten, dann können wir den Länderkarte aus der Hand ins Spiel bringen. Der Name, wow. Strudelläuferin, 3-Mana-2-3. Solange man 8 oder mehr Länder kontrolliert, kriegt die +1/+0 und kann nicht geblockt werden. Nice. Nice. Bogengang Allemande. Das ist das Artwork, was auf diesen Flipkarten drauf ist. Gucken, ob ich noch irgendwo eine rumliegen habe. Jawohl, habe ich. Da wurde mir zumindest gesagt, ein reingecropptes. Was ich ein bisschen schade finde. Aber ich mag das Artwork. Es ist nicht sonderlich hässlich, aber es ist jetzt auch nicht mein Favorite Artwork. Dementsprechend, ja, kann man mit leben. Das Ding kommt getappt ins Spiel. Und wenn es ins Spiel kommt, opfern wir es sein, es sind Zahlen Mana und wir bezeugen einen Mana-Blieger Farbe, wenn wir das Ding tappen. Ich habe jetzt noch nicht ganz herausgefunden, was unsere. Ja doch, Länder. Bisher sind es Länder. Länder, Länder, Länder. Weil diese Dinger folgen ja einem Theme. Exkursion. 3 Mana. Durchsuche unser Deck nach einem Wald-Standardlandkarte und bringen sie getappt ins Spiel. Lerne eine Lektion. Zum Beispiel weitere Länder rausbringen. Okay, unser Pack hier ist ein Länderpack. Ich weiß gar nicht, ich habe sie, glaube ich, die ganze Zeit so hochgehalten. Es tut mir leid, aber es sind nur die Kampf. Erfahrener Wahrsager. 2 Mana, 1, 3. 2 Mana tappen, ziehe eine Karte, wirf deine Karte ab. Wie kommen wir von dieser Karte auf diese Karte? Ich verstehe es nicht. Manchmal verstehe ich diese Booster einfach nicht. Verstärkender Trank. 1 grünes Mana, Spontanzauber, wir halten 2 Lebenspunkte. Und eine Kreatur kriegt +x/+x, über x die Anzahl an, an Leben, die wir in dem Zug bekommen haben. Aha. Das ist so eine komische Witherbloom-Karte. Dann haben wir verschlingende Ranken, 2 Mana-Hexerei, eine Kreatur unserer Wahl, die wir kontrollieren, fügt einer Kreatur oder einem Planeswalker, die wir nicht kontrollieren, Schaden in Höhe der Stärke zu. Wenn du die bleibende Karte, die du nicht kontrollierst, in dem Zug stirbt, erhältst du 2 Lebenspunkte. Mehr Lebenspunkte. Und unsere Rare ist Zornesruhknoten. Der kommt getappt ins Spiel, es sei denn, wir haben ein Gebirge oder eine Ebene, die wir von Hand offen vorzeigen. Und ja. Das ist ein Land, ist nicht schlecht. Und wir haben Revitalisierung. Okay, was kannst du? Ein schönes Artwork, by the way. 2 Mana, wir halten 3 Lebenspunkte und ziehen eine Karte spontan zu. Okay. Und wir haben nochmal den Kundhort Campus in voll. Kommt getappt ins Spiel, erzeuge weiß oder rot. Für 4 Mana tappen, Hellsicht 1. Ja, das war das Set Booster. Ein bisschen verwirrend gegen Ende. Aber ja, das sind die Set Booster meistens. 2 Foils in einem Booster. Das ist ganz cool. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksate. Ciao, ciao.